vergehen. Wir sind wieder hier und freuen uns noch mehr Viechern auf den Maul, auf das Maul hauen zu können. Und warum? Warum? Haben die Entwickler dieses Spiels gedacht, oh, zum Pause drücken? Dann lassen wir den Spieler doch gleich, das legen wir mal auf Select und nicht auf Start. Wie sonst immer, verdammt. Ich werde immer hier gepeitscht und gefesselt. Peitsch den anderen. Wieso mich? Weil du dich für besser peitschen lässt. Du bist der lila Knuffeltuffel. Und ich der blaue, strahlende Held. Könnten wir jetzt endlich lernen, wie wir Gegner werfen? Wir sind mal ein paar, was? Könnten wir jetzt endlich lernen, wie man Gegner wirft? Ich hau drauf und dann schmeiße ich die auf einmal. Zumindest die lilanen Dinger. Ja, okay. Und keine Ahnung, woran es liegt. Oh Gott, Rattenfresser. Ich meine, fressende Ratten. Oh, weg da. Blaulinge. Oh, ich werde festgehalten von einem Blauling. Oh Gott, ich bin gleich wieder tot. So ein Mist. Pizza, Footclan, ihr braucht doch auch mal Pizza, was zwischen die Kiemen. Na gut, dazu müsst ihr eure Mützen holen. Hey, ein extra daneben für mich. Weil du die vielen Punkte hast. In Flensburg, obwohl du deinen Führerschein im Lotto gewonnen hast. Oh. So, ich halte mich formidabel, ich halte mich perfekt, ich bin gleich tot. Oh. Was hast du Scheiße? Da kommt die Sack einfach mit dem Fuß angeschissen und will mir damit meine letzten zwei Striche abknüpfen. Pizza! Ja, jetzt noch ein Level Up, ich meine Leben bekommen. Ein Level Up gibt's hier leider. Leider nicht. Ey, die blocken. Die können blocken, die Schwachmarken. Warum blocken die? Ah, die waren bei Meister Splinter im Dojo. Nein, die haben bei... Moment. Peitsching gelernt. Ja, genau. Dann prügeln wir ihn halt mit durch die ganze Schlangentechnik. Das ist definitiv die Schlangentechnik. So, rums. Oh. What the fuck? Oh, war special. Das sind die Bombenpizzen. Ach toll. Dann hätten wir das in der letzten Stage auch nutzen können. Ne, vorletzten Stage. Oh, der Schröder ist da. Der hätte ja seine Bundestagsansprache. Und ich verspreche 1 Million von Pizzen. Ich weiß, die Angela Merkel hat ihn schon vor langer Zeit abgelöst, aber... Mir egal. Das ist der Schröder. Definitiv der Schröder. Okay. Jetzt gibt's hier... Oh Gott. Au. Meister, was sagen? Spaß haben! Spaß haben! Bom, bom, bom. Was war das? Was war das für eine fiese Attacke? Zock, zock. Und, oh Gott, es kann Feuer spucken. Ah, ich bin reingerannt. Ah, ich bin tot. Ja, wie gewonnen, so das Leben ist weg, zerronnen. Ja, das stimmt. Autsch. Das sind die Typen aus der Realserie, ne? Aus dem zweiten Film. Das Geheimnis, ich glaube ja. Autsch, bin gefröstet. Oh, schon wieder. Oh, das ist ein Hühnchen. Oh. So, und umhauen, töten, kaputt machen, verrecken lassen. Die Haut von der Pelle ziehen. Geht doch. Hützeglatze. So. Ah, die unglaublichste Kampfschildkröte, die ich je gesehen habe. Ja. Danke für das Kompliment. Bitte. Ich meinte eigentlich das kleine komische Ding auf dem Boden. Ich nehme deine. Ja, alle Pizza gehört mir. Unglaublich. Wie schlecht ich bin. Wieso? Ich bin schon zweimal gestorben und hab ein extra Leben gehabt dafür. Ja, aber ich hab bisher fast alle Pizzen gekriegt, hallo? So, die großen Arschgeigen sind wieder da. Üb mal auf der Klarinette. Auf der Klarinette? Kannst du ein Instrument spielen? Nein. Finde ich gut. Ich bin talentlos. Ich bin nicht für uns, ich kann nämlich auch noch nicht. Ich kann nicht mal auf den Kamm blasen. So. Zu zweit ist dieser Aufzug hier relativ einfach, wie ich finde. Warum stinkst du schon wieder ab? Was? Ich stink schon wieder ab. Die Dinger können ja gar nichts, ne? Man muss sie nur gut treffen. Ja. Oh, ich hoffe, das Hupen nicht drauf. Hier hat mich gerade jemand gehupt. Ich habe keinen Hupen gehört, also wird die auch nicht drauf sein. Rutsch ist die Hupe gut. Tut, dazu, dass man Hupen tut. Tut. Hupen tut. Wo kommen die denn her? Auf das Schlein-Foot-Clan-Troopers oder was? Oder haben die hier Nankutsu, Nankatsu war Captain Tsubasa, haben die hier Naruto und Ninjutsus gelernt? Scheinbar. Das sind Ami-Erfindungen, die können doch sowas nicht. Oh Gott, der Schröder. Tonight, I dine in hell. Ja, Achtung, immer der, dem Fadenkreuz ausweichen. Ach, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ha! Du hast doch... Und, Verdammt! Wieso funktioniert das hier auf einmal so gut?
Ich glaube, das liegt an der Art der Viecher, dass man die werfen kann. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Scheiße, ich sehe nicht. Oh, warte, ich muss mal hier ausweichen. Ja, hier, komm. Da ist ein Leben gehabt. Wow, das ging sehr gut. Ich hab jetzt Schlimmeres befürchtet. Meine Geduld ist vorbei. Ich werde euch in einen Time Warp. Ach, lest du das vor? Ich kann nicht so schnell. Ich werde euch in einen Time Warp verbannen. Ihr werdet nie wieder zurückkehren. Yay! Oh mein Gott, das ist ja besser als der Effekt im Chrono Trigger! Not. Vor allen Dingen sind wir Schildkröten. Bei Chrono Trigger kommt man auch so in die Region, oder? Das war 65 Millionen BC, oder? Muss man noch ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter. Wow. Joe und Mac. Also das war jetzt ja irgendwie so Doppelreferenz fast an den guten Raven Knight. Viele Grüße, weil der Let's Play Chrono Trigger und Joe und Mac mit Nico. Doppelblatt. Ich mag diese Zeit nicht. Dinosauriers. Gibt's hier Pizza? Was? Gibt's in dieser Zeit in Pizza? In der prähistorischen Zeit gibt's doch keine Pizza. Was essen wir dann? Gemüsesuppe. Ja, auch okay. Keine Ahnung. Vielleicht Steine. Steinofenpizza. Oh Gott, ich habe ihm den Fuß gezeigt und es gab einen Leck. Oh mein Gott, die Naruto-Ninjutsu-Typen wieder. Oh, pass auf, der wirft einen Stein. Der wirft nicht mit Steinen, der wirft explodierende Eier. Früher hatten sie Roboter und jetzt werfen sie mit Steinen. Ich frage mich ja ohnehin, wie die es geschafft haben, die Flugsaurier davon zu überreden, dass wir die Bösen sind. Vor allen Dingen frage ich mich, wie die es geschafft haben, die zu zähmen. Immerhin dürfen sie mit denen fliegen. Die Frage ist, wie lange breiten sie sich hier alle schon aus in der Vergangenheit? Wie lange gibt es diesen Time Warp schon? Und warum? Autsch! Aua. Und warum hat der blöde Schröder, so blöd wie er ist, ist nicht in die Zeit gegangen, wo es das Us gegeben hat und die Turtles zu den Turtles wurden und hat gewisse Vorkehrungen getroffen, dass die Turtles nicht zu den Turtles werden. Oh, da kommt einer mit der Axt. Der Axtmörder. Oh. Ich habe ein Schwert und ich werde es benutzen. Ich habe einen ehemaligen Wischmopp und ich werde ihn benutzen, um eure Schandtaten aufzuwischen. Achtung, nach oben kommen Dildos von der Decke. Oh Gott, die kenne ich auch noch aus der Serie. Die sind original. Ich will einen Helm. Ich will den Helm von denen haben. Pass auf! Bodycheck, man. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Nein, kommt er nicht. Hau ihn. Ich hau doch. Leck. Ist er tot? Oh, ja. Da kommt ein Mädchen mit der Axt. Wie die Axt in der Höhle. Da kommt er wieder mit seinem Scheißfuß angeschissen. Mein Gott. So. Oh, Bombomat. Da. Autsch! Oh, das ging so richtig in die Analie. Ja, ich werde in die Analien der Zeit eingehen. Oh mein Gott. Das ist halt Analen, aber egal. Pass auf, Bombe! Yo, ich reagiere schon so einigermaßen gut ich kann. Was du reagierst? Hol dir das! Wirbel sie um! Töte es alles! Vor allem die Roten! Und die mit der Axt! Ja, da war mein Wirbel schon wieder vorbei. Verdammt! Ich finde die Roten. Oh, verdammt, Nase. Boah, Nase! Ja, schlimm. So, Zuckeltackel. Gott, gehen die Roten mir auf den Sack. Das sagst du. Denk mal mit Schlag- und Sprungtaste gleichzeitig kannst du so eine Spezialattacke entfesseln, aber die kostet Lebenspunkte, also. Ich mag Dinge nicht, die Lebenspunkte kosten. Wie hab ich das, was? Ich mag Dinge, die Lebenspunkte kosten nicht. Oh Gott. Ja, Scheißdreck. Woher soll man auch wissen, dass die kommen? Daran, dass der Boden vibriert. Ja, boah, Details. Mein Gott, es ist spät. Ich hab Hunger. Ich hab Pizza. Du Sack. Ich hab Schmerzen im Gesicht. Aua. Gott, das sind zwei Zwillinge, die mich brüdern wollen. Ich meine. Ich mach hier nur Button-Mashing, aber es funktioniert. Weißt du, was ich mache? Aber es gibt ja nur zwei Knöpfe. Drei, die du drücken kannst. Das eine ist Select für Pause. Ja, und das andere ist Schlagen. Das wiederum andere ist Aua. Oh Gott. Jetzt kommt nicht. Ist das ein Schröderkopf da hinten oder was soll das sein? Ja, ein Schröderkopf. Heißlasch.
Ihr seid Geschichte, ihr Schleimbälle. Ich glaube, ich werde so verrecken hier. Au! Ja, jo. Wirst du. Natürlich. Oh. Aber frag mich manchmal, wie man ausweichen soll, ne? Ja. Mal intelligent. Oh, wie habe ich den gemacht? Oh, den habe ich so richtig mit dem Fuß in die Nase rein. Hamstillkrötennasen? Mir egal. Oh. Slash. Slash ist übrigens auch aus Chrono Trigger. Das stimmt. Au! Hör doch auf mal auf mich mit deinem Messerchen, mit deinem krummen, bei deinem verbrennenden hier. Besorg dir mal gescheites Au! Au! Au, ja! Zuck, zuck, zuck! Oh. Mann, der räumt ja mächtig zwischen uns auf, was? Oh ja. Oh. Der hat seinen Namen auf jeden Fall verdient. Boah. Manchmal frage ich mich, wie man diese komischen Sprungmanöver hinkriegt. Au! Zu umbringen! Ja, gewonnen! Oh, gewonnen! Dank! Wusch! Mann, du musst Blähungen haben! Ah, sowas von. Er wurde aus einer Bohne und einem Schildkrötenleibchen gemacht. Einer Bohne? Ja. Bei der Blähung, da muss die ganze Bohnenstaude gewesen sein. Du. Kidneybohne. Schiffe! Piraten! Schädel und irgendwelche anderen Knochen. Also, das ist der Papagei. Oder wie heißt der Papagei? Okay. Jetzt weiß ich auch, wofür dieses Ding aufgeboten ist. Sie haben keine Texte mehr, sie haben Katanas. Sie hätten irgendwie Säbel haben müssen dafür, dass wir hier Piraten sind. Ich meine Piratenplätten. Naja, passt übrigens auf die Planken auf. Das ist jetzt ein Tick zu spät. Ich habe ja auch erst gesehen, als du es gemacht hast. Also dachte ich, wäre mal Zeit, dich zu warnen. Oh. Ja, danke. Ich fühle mich geehrt. Bogenschützen. Auf 22 Uhr. Au. Können die eigentlich auch auf die Planke gehen? Am besten mehr, sie gehen über die Planke. Welche? Ja, aber hier steht leider gerade keine Planke, über die sie gehen können. Ah. Mein Gott, auch Ding! Ach! Ja, mach aus ihnen den Pfannen. Leck. Kuchen. Ja. Oh, was macht der Gelbe? Der Gelbe wählt die FDP, natürlich. War der Gelbe nicht der Bombenwerfer? Guido. Ah, nicht der Gildohorn, sondern der Guido Westerhorn. Wow. Gay-Horn. Geh mal das Horn holen, Guido. Fuck dein Horn. Ach, egal. Ah, all diese schlechten Wortwitze. Ach, herrlich. Ja, dafür bin ich bekannt. Dafür bin ich bekannt. Vielleicht nicht unter deinen Zuschauern, aber... Kommt noch. Das sind übrigens... oh Gott. Wir werden beschossen, wir werden verprügelt, wir werden angeschrempelt. Wir werden gleich sterben. Sowas von, aua. Ja, und du kümmerst dich um den anderen. Und ich weiche aus. Aua. Mit dem habe ich dann wiederum doch nicht mehr gerechnet. Mann, die halten viel zu viel aus. Und? Noch nicht. Der lebt noch. Moment. Jetzt ist er tot. Langweilig. So, was kommt jetzt? Das war viel zu früh. Ich hab ihn zu früh geholt, oder? Ach egal, die können ja eh nichts. Es sei denn, man bleibt stehen in der Schusslinie. Ich wollte eigentlich springen, aber mein Turtle wollte ja nicht. Deine Turtle-Sensoren haben mich nicht vor der Gefahr gewarnt, oder? Nein, meine Schildkröten-Sensoren sind nicht angegangen, wie auch immer. Finde, Spider-Man fehlt die Bombe. Nein, aua. Das Katana und der Bo. Drück mal Pause. Hast du Pause? Da wäre ich nochmal in die Planke laufen. Warum ist das hier ein Grafikfehler? Lass uns in der nächsten spannenden Folge von Let's Play Together Turtles in Time. Bis dann.